Servus Freunde, wie geht's? Alles fit? Ich muss euch leider was mitteilen. Und zwar habe ich natürlich mal wieder die nächste Episode vom Karrieremodus mit der New England Revolution aufgenommen. Allerdings ist, wie ihr hier gerade sehen könnt, die Videodatei beschädigt. Wenn ich jetzt einfach mal so laufen lasse, mit Commentary sogar, eine Sekunde. Verteidiger, weil ein anderer Kollege ein bisschen nicht fit ist, beziehungsweise zu unfit ist und Fagunde macht das 1:0, während Agudelo natürlich sich verletzt. Was für eine Frage. Christoph, komm rein, Fagunde. Also ich denke mal, man sieht es. Es ist, ein bisschen beschissen. Aber ich werde euch jetzt mitteilen, wie die Ergebnisse waren aus dieser Episode, beziehungsweise aus dem ersten Teil, denn ich habe Freitagabend aufgenommen und Sonntag. Freitagabend ist kaputt, Sonntag funktioniert. Freitag haben wir gespielt gegen Columbus Crew, das haben wir 3:0 gewonnen. Danach gegen die Vancouver Whitecaps, das haben wir, mal eben nachgucken, das ist nämlich ein bisschen schwierig hier gerade. Ich glaube, wir haben es 1:0 verloren, wenn ich es gerade richtig sehe. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich nehme mal die andere Hand. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Natürlich sich verletzt. 2:0 haben wir verloren anscheinend gegen die Vancouver Whitecaps. Das ist ein bisschen schwierig, das zu sehen. Gegen Dallas haben wir 1:0 geführt, das 1:1 kassiert. Ja. Dann gegen... Wen haben wir noch gespielt? Wir haben noch gespielt gegen... Ach ja, genau, wir haben ganz viele Transfers gemacht. Muss ich auch nochmal dazu sagen. Das ist ein bisschen doof, dass ihr das alles nicht sehen könnt, was ich da abgeschlossen habe. Aber ich habe mir ganz viele Spieler geliehen, das kann ich auch nochmal sagen. Und zwar einfach, um uns zu verstärken. Wir sind echt ganz kurz davor, die Playoffs nicht zu bestehen, beziehungsweise nicht in die Playoffs überhaupt reinzukommen. Und dementsprechend musste ich einfach handeln und das habe ich dann auch gemacht. Das waren übrigens die drei Spiele, die zum ersten Teil der Episode waren, weil danach Sommerpause mit Transfers und so. Und das Ding ist dabei, ich habe vor allem auf den Sturm geachtet. Ich habe zuallererst mal den Kollegen Matt Miazga geholt, das ist zwar ein Verteidiger, aber das ist auch der einzige Verteidiger. Der spielt bei Chelsea momentan und den haben wir uns per Laie geholt. Dann Obi Ulare, den jungen Belgier von Watford, den habe ich ebenfalls verpflichtet. Dazu Borja Mayoral von Real Madrid, der ist ebenfalls ausgeliehen und Isaac Success von Granada. Genau, Granada. Den haben wir auch noch ausgeliehen und ich glaube, das war es auch schon. Ja, das waren die vier Spieler, beziehungsweise drei in der Offensive und eine Defensive, die uns verstärken sollen, die uns auch verstärken können mit ihren Ratings. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Rest der Episode. Nicht verwirrt sein, ne, ich tue so, als ob ich Freitag was aufgenommen hätte, habe ich ja auch. Aber in der Episode wusste ich halt noch nicht, beziehungsweise in dem Teil der Episode wusste ich noch nicht, dass das mit dem Material gefällt ist. Naja, kann so laufen. Ich denke mal, aber es ist nicht so schlimm. Ihr werdet es auf jeden Fall überleben. Und das nächste Mal geht es dann wieder alles wunderbar weiter und vollständig. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum das nicht geklappt hat. Aber kann ich halt nichts machen. Bis dann und viel Spaß. So, Freunde, das haben wir wieder. Mittlerweile Sonntag, nicht mehr Freitagabend. Zwei Spiele habe ich in der Zeit gespielt. Beide Spiele habe ich in der Zeit gewonnen. Hannover hat es geschafft gegen Stuttgart und ich persönlich auch in meiner Liga gegen den letzten mit 3:1. Was aber gar nicht so einfach, wie es eventuell klingt. Selber zwei Vorlagen gemacht und daran sollen sich meine Spieler jetzt ein Beispiel nehmen. Wir haben einiges verpflichtet, wie wir am letzten Ende gesehen haben. Unter anderem haben wir hier den Kollegen Ulare, wir haben den Kollegen Isaac Success, wir haben den Neuzugang Borja Mayoral und wir haben Miazga. So, das sieht doch schon mal deutlich ordentlicher aus, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Success kann links und rechts noch spielen, Mayoral kann nur Stürmer, ist auch okay, genauso wie Ulare. Und wen haben wir denn noch? Haben wir noch irgendwen? Ich hatte gerade noch irgendwen gehabt. Nee. Quatsch. Ach nee, Quatsch. Mehr ist gar kein Innenverteidiger. Ja, okay, das ist klar. Gut, sieht aber in Ordnung aus. Wir simulieren mal weiter. Wir machen das intelligent und leihen noch einen weiteren Spieler aus. Und zwar Ivar. Nee, nicht Rigotta, sondern Fossum. Wir können auch Ambrose noch holen, aber das. Nee. Wir haben genug Stürmer. Aber Fossum holen wir. Noch ein zentraler Mittelfeldspieler. 1,5 Millionen Marktwert. 6000 Gehalte, kann ich nicht nein sagen. War gestern für mich in Stuttgart der beste Mann auf dem Platz für euch vorgestern. Und soll unsere Zentrale verstärken, wird da das stärkste Rating über Coldwell noch. Von daher läuft das. Kann auch 10er spielen, perfekt. 67er Rating, 81 Abschluss. What the fuck. So, Trainingsergebnisse sind in Ordnung. BBWCD, Ulare steigt direkt mal im Rating auf 72. Atinella auch mal wieder auf 56 mittlerweile. Das ist doch ordentlich. So, Juli, wir haben nichts anderes zu tun als zu trainieren. Success steigt trotzdem D. Und bei Mayoral sieht das auch schon ziemlich stark aus. Sehr, sehr schön. So, Freunde, das nächste Spiel ist in Sicht, aber wir trainieren vorher natürlich nochmal. Und zwar diese Kollegen alle hier, die wir sowieso schon drin haben. 3, 2, 1 und go. Wir, naja, durchschnittliche Leistung, aber die Jugendspieler steigen zumindest mal in den einzelnen Attributen, was ja ganz schön ist.
Södli, wir spielen gegen Toronto, die haben zuletzt unentschieden gegen Galaxy gespielt, gegen DC und gegen Montreal. 4-1-2-1-2 und wir haben eine ganz andere Elf. Ulare vorne, Gwyn Fagundes, Success drin, Fossum drin, Miasca drin, nur Majoral sitzt noch draußen von den Neuzugängen, aber natürlich haben die auch eine gute Mannschaft mit Giroud, mit Bradley, mit Osorio, mit Altidor, mit Jovinko. Aber Gwyn macht das 1-0 für uns, zweimal ist die Defensive von Toronto schon gelb verwarnt. Die Stimme lässt ein bisschen nach langsam. Davies kommt für Ulare. Ich glaube, Davies ist sogar gut in Form. Ah, Jovinko macht den Ausgleich. Hm, bitter. Scheiße. Okay, hätten wir nicht unentschieden spielen müssen. Aber das ist anscheinend momentan der Trend bei Toronto. Training sieht in Ordnung aus. Wir haben C bei Fossum, wir haben ein D bei Success, aber dafür ein BCC und so weiter bei den Jugendspielern und bei Majoral. So, Herivo wird ausgeliehen an Jeju United nach China. Ich habe gerade gesehen, Nägel mit Köpfen machen. Jemand hat ein Angebot für, also Gladbach ein Angebot für über 2 Millionen Euro. Also eigentlich nichts für Rigotta akzeptiert. Gott sei Dank haben wir den geholt. Training machen wir jetzt. Hatte gar nicht. Oh, Majoral, aber sonst in Ordnung. Artinella, der steigt ordentlich. So, auch McCrary werden da los. Bohemia möchte den ganz gerne kaufen. Unser Rechtsverteidiger, 22 Jahre alt, 52er Rating. Ich will noch ein bisschen Geld dazu. So, Success ist wieder rausrotiert. Der hatte eine Form nach unten, deswegen ist Jeff Renn wieder drin. Wir haben Freistoß für Hoffenheim. Und Bürki sieht dabei nicht souverän aus. Aber zuletzt sahen die Houston Dynamos. Wow, Dynamo. Richtig geiles Torlied. Auch nicht so souverän aus. 0-2 gegen LA, 1-2 gegen San Jose, dafür gegen DC gewonnen. 4-4-2-Formation mit einem großen Loch im Mittelfeld. Vielleicht können wir das ausnutzen. Mal sehen. Spielen zu Hause müssen wir normalerweise gewinnen. So stark ist Houston nicht. Aber man sollte niemals ein Team unterschätzen. Das könnte böse enden. Mal schauen, was da so bei rumkommen wird. 30 Minuten, noch nichts passiert. Zumindest das vorletzte Spiel für diese Episode, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Success für Ulare. Passiert nichts. Agudelo mit dem 1-0, das ist schön. Müssen wir jetzt nur halten, beziehungsweise am besten ausbauen. Dann bin ich ja für Fagundes. 1-1 mal Notas. Mein Gott! Kann aber nicht wahr sein. Wir kriegen es nicht hin, einen Vorsprung über die Zeit zu retten. Ja. Aber, ja, wir sind in den Playoff-Rängen und New York hat 3 Punkte Rückstand auf uns. Und gleich viele Spiele. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur das nächste Spiel gewinnen. Und die nächsten Spiele allgemein. Fossum steigt. Aber wir haben wieder ein F, diesmal bei Polestar. Majoral ist kurz vorm nächsten Upgrade. Success nicht, aber ist ja auch egal. Barnett möchte Gamble haben, aber nicht für die Kohle. Da müsste er schon 450.000 raushauen. So, Gamble wird anscheinend gehen, wenn sie nicht noch an Vertragsgesprächen scheitern. Ist in Ordnung, haben wir ja genug Stimmen jetzt. So, mit Miasca haben wir einen neuen Boy in Town und der macht im Training sich leider mit dem C unbeliebt. Aber Polster steigt auf immerhin Nummer 51. Den werde ich jetzt mal rauskicken, damit weitere entwicklungsfähige Spieler sich entwickeln können. Wir spielen das letzte Spiel dieser Episode zu Hause gegen Orlando. Die haben zuletzt gegen Toronto, Seattle und gegen Toronto nochmal verloren. Das heißt, das Ding müssen wir jetzt gewinnen. Es geht nichts dran vorbei. Wir müssen den Sieg einfahren. Freunde, raushauen. Rausgehen, gewinnen. Die haben uns ja aus dem Pokal rausgeworfen. Das heißt, gerade jetzt, okay, B11. Aber trotzdem, gerade deswegen müssen wir uns eigentlich rächen dafür. 25 Minuten, nichts passiert. Und die gehen in Führung. Ich glaub's nicht. Freunde, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr wollt ja in die Playoffs. Success für Ulare, Caldwell für Jeffrin, Agudelo, immerhin schon mal wieder Ausgleichstreffer. Kriegt dann gleich noch hinterher Gelb. Komm, Siegtreffer, 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 Siegtreffer. Wieder 1-2-1. Unglaublich, 3 Spiele, 3x 1-2-1. Wir kriegen es nicht hin zu gewinnen. Irgendwas läuft hier falsch. Oder haben wir ein Spiel gewonnen? Ich weiß es nicht. Haben jetzt immer noch 2 Punkte Vorsprung von New York City und 2 Punkte Vorsprung, 3 Punkte Vorsprung vor den Red Bulls. Aber das ist trotzdem nicht schön, Freunde. Das wird ein ganz enges Rennen da, aber es sieht momentan wieder besser aus, als es zwischendurch mal aussah. Das war's jetzt von dieser Episode, ich hoffe, es hat gefallen. Nächste Episode geht's dann weiter gegen Philadelphia und des Weiteren noch gegen, schauen wir mal nach, gegen Transferzeitraum, dann mit der Nationalmannschaft gegen Ungarn und gegen die Schweiz, gegen Toronto, gegen New York, gegen Montreal und gegen Philadelphia. Ich denke mal, die spielen nämlich alle mit und vielleicht nehmen wir sogar noch Chicago und Montreal mit und Australien und Indien.
Müssen wir mal schauen. Diese hier werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vielleicht werden es auch 10, 11. 11. Mal schauen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Na, ciao.